Hallo meine Lieben, hier ist wieder Valena und wir spielen eine Runde Stranded Deep. Ich freue mich mal wieder zu spielen, denn die Feiertage sind um und vor allem bin ich wieder gesund. Ich habe mir nämlich wieder diese böse, böse Krankheit mit dem Zeh geholt und das hat mich so doll umgehauen, dass ich nichts aufnehmen konnte und tatsächlich nicht mal in der Lage war, zu spielen. Also selbst wenn ich jetzt gesagt hätte, boah, easy, kein Problem, ich zocke eine Runde, nehme nicht auf, weil meine Stimme so schlimm ist. Selbst das hätte nicht funktioniert, denn ich war dermaßen im Eimer, dass ich konnte nicht mehr außer schlafen. Ich war einfach völlig durch. So viel zum Thema, ich habe lange nicht aufgenommen und lange nicht gespielt. Ich habe mir aber sehr wohl überlegt, was ich gerne machen wollen würde. Nämlich zum Dingsfahren. Meine Güte, Herr Jemine. Ich möchte zum Schiff fahren. Hier, zum, wie heißt dieses Schiff? Flugzeugträger. Mein Gott. Und genau, ich will dort die Teile für den Gyrokopter abholen. Ich habe gerade kurz überlegt, ob ich nicht schon ein bisschen Benzin mitnehme, weil das muss ja dorthin. Und ich weiß gar nicht, sind die voll? Ja. Und der zweite, ist der auch voll? Ja, okay, die sind immerhin beide voll. Also könnte ich vermutlich einfach schon mal Treibstoff mitnehmen. Der ist auch voll. Na, dann nehmen wir doch noch den hier und machen den noch voll. Look. Sehr schön. Dann mal dreimal Treibstoff. Essen mitnehmen, ich weiß gerade nicht. Bett auf jeden Fall. Und ich weiß auch ungefähr, wo der Container ist. Boah, Leute, ich bin hier ein bisschen durcheinander. Also ich weiß ungefähr, wo der Flugzeugträger ist tatsächlich. Weswegen ich sagen würde, wir fahren einfach mal los und gucken, wo wir rauskommen. Und im Zweifel müssen wir zurückfinden. Ich mach das schon irgendwie. Also wir machen jetzt hier einfach mal ein bisschen was aus der Hüfte raus. Wir fahren einfach mal los. Wir werden wahrscheinlich bei einer Insel anlegen. Einfach auch, um die dann abzugrasen. Nicht natürlich an unserer hier, aber an der müssen wir vorbei. Das ist klar. Wir fahren mal andersrum an der vorbei. Und dann müssten wir an Luska vorbeikommen und zu den Inseln, die wir da am Anfang schon abgegrast haben. Und im Endeffekt müssen wir dann eigentlich nur weiter geradeaus fahren. Ich vermute fast, wir werden auf der einen oder anderen Insel stranden, dann da auch Pause machen, die dann abräumen. Natürlich, wir brauchen im Zweifel auch wieder Holz, ne, um weiterzubauen und auf unserer Insel zu überleben. Und wenn wir das alles erledigt haben, werden wir uns dann im Zweifel, also ich dann vor der nächsten Folge oder übernächsten Folge, je nachdem, wann wir dann beim Frachter ankommen, werde ich einfach immer in die Kartografeninsel vorher schauen, um auszumachen, in welche Richtung wir düsen müssen, würde ich sagen. Ich glaube, das ist die, eine clevere Lösung. Und genau, dann holen wir uns mal die Gyrokopterteile ab, schmeißen schon den ersten Kram auf der Insel da ab. Das ist, glaube ich, auf dem Flugzeugträger, auch wenn wir natürlich noch nicht einen Boss erledigt haben, was auch wahrscheinlich noch eine Weile dauern wird. Aber ist ja egal, das können wir ja alles schon mal dahin bringen. Joa, weil ich hatte jetzt irgendwie gerade ad hoc Lust, mal wieder loszufahren. Ich drehe mich mal kurz um und wir gucken uns unser Hochhaus an. Cool. Also unser Haus ist auf jeden Fall höher als die Bäume auf unserer Insel. So, jetzt müssen wir einmal hier rumfahren. Wieso fährt das so rum? Ich möchte das nicht. Oh. Also, ich weiß ja nicht. Ich hoffe, ich kriege hier noch die Drehung hin. Scharf rum, scharf rum. Na, ich werde gegen die Insel fahren. Okay, ich fahre hinten um die Insel rum, sonst fahre ich dagegen. Und dann kann ich mich nicht rausfahren, dann wird es peinlich irgendwann. Dann fahren wir jetzt von der anderen Seite um die Insel rum. Sonst beweise ich wieder, wie gut ich nicht navigieren kann. Weil auch rückwärts navigieren ja ein Problem zu sein scheint. Joa, genau. Apropos rückwärts navigieren und Problem zu sein scheint, können wir ja mal wieder zu den eigentlich wichtigen Themen kommen. Weihnachten.
Ich hoffe, euer Weihnachten war schön. Meins war relativ ruhig und unspektakulär, da ich immer noch mit den Resten von Corona zu tun hatte und dementsprechend auch einfach sehr schnell erschöpft war, weswegen ich selbst die kleinsten Kleinigkeiten als sehr anstrengend empfunden habe. Mal abgesehen davon hatte ich ziemlich großes Glück, überhaupt wieder relativ rechtzeitig negativ zu sein. Genau, und so ein bisschen Familie, ne? Und so ein bisschen lecker essen, klar, gehört irgendwie dazu. Und was ganz cool ist, was ich bekommen habe, was ich jetzt gerade auch spüre, deswegen erzähle ich es überhaupt nur, ich werde den Rest nicht breittreten, das ist ein Geheimnis. Ich habe eine riesen Mauspad quasi bekommen, also eine Schreibtischunterlage. Also so ein Mauspad, so ein riesen übergroßes Mauspad. Das ist die Karte des Rumtreibers von Harry Potter. Denn abgesehen von meiner Leidenschaft für Stranger Deep, ich bin noch unfassbar viel mehr leidenschaftliche Harry Potter-Närrin. Also das ist etwas, das ist unglaublich. Und deswegen diese Schreibtischunterlage ist einfach nahezu das perfekte Geschenk. Denn A, ich hatte noch gar keine und B, Harry Potter und C, habe ich selbst geschaut, mit dieser schon geliebäugelt. Also ich habe tatsächlich überlegt, mir auch genau die Karte des Rumtreibers zu holen. Deswegen war dieses Geschenk ein absoluter Volltreffer. Also es geht quasi nicht besser. Oh, da hinten blitzt uns Luska an. Hinten links neben der letzten Kistenreihe sieht man den gelben Stöpsel aus dem Wasser ragen. Werde ich mal die Kurve fahren. So, und dann gucken wir mal, welche erste Insel uns unterkommt, wo wir noch nicht waren. Und genau die steuern wir dann an. Ich glaube, das klingt nach einer Idee. So, hier, wo mein Pöpsel hier ist, da ist Luska. Aber die Insel muss ich mal wieder rausnehmen, die ist einfach nicht sonderlich schön. Genau. Und dann fahren wir jetzt zur ersten Insel, wo wir noch nicht waren. Ich glaube, auf der waren wir schon, weil wir nämlich das große Forschungsschiff abgegrast haben. Das sehen wir aber im Zweifel auch daran, ob es abgerundet ist oder nicht. So. Genau. Also, auf jeden Fall habe ich jetzt hier die perfekte Zockfläche mit meiner Schreibtischunterlage und kann hier noch viel entspannter rübergleiten, so, damit ihr dann richtig genervt seid. Oh, warum ist hier eigentlich noch eine Insel? Die kenne ich ja noch nicht. Wollen wir da mal hinfahren? Wir fahren da mal hin. Also, ich weiß nicht, ob wir da schon waren, aber wir fahren da... Da ist Luska. Also, der Transporter muss irgendwo da sein. Auf der anderen Seite muss ja dann auch irgendwo, weil das ja oben rechts im Osten ist, also wenn ich auf die Karte gucke, ich weiß nicht, ob, nee, die Karte ist, glaube ich, schräg, also wenn ich auf die viereckige Karte gucke, ist oben rechts der Frachter, genau in der Ecke, das heißt, irgendwo hier muss die Karte vorbei sein, das heißt, wenn ich hier das Kartenende finde, könnte ich eigentlich an dem Kartenende entlang fahren. Das heißt, wir fahren jetzt einfach mal zu der Insel. Ich hoffe, dass ich nicht mich wieder komplett vernavigiere, was grundsätzlich im Rahmen des Möglichen liegt. Das habt ihr auch schon erfahren dürfen, dass es sehr im Rahmen des Möglichen liegt, dass ich uns vernavigiere. Naja, also ihr könnt mir ja gerne auch mal sagen, was bei euch an Weihnachten so ging. War es schön, war es nicht schön, gab es Familienkrach oder nicht? Was gab es für schöne Geschenke? Gab es Volltreffer oder Volldanebentreffer? Die gibt es ja auch immer wieder. Musstet ihr schon hektisch umtauschen rennen? Also, gebt mal laut, ich bin gespannt. Ja, nee, ansonsten, wie gesagt, bin ich immer noch angeplättet von Corona. Ich freue mich schon, wenn ich wieder bei alter Kraft bin. Bei alter Kraft und voller Fahrt. Aber das hängt irgendwie noch nach. Also, braucht man auch einfach nicht. Das kann man einfach auslassen. Ich wünsche euch allen, dass ihr es auslasst. Ja. Genau. Ja, und jetzt ist auch schon wieder bald Silvester. Ich sag's euch. Ihr könnt mir übrigens auch mal sagen, falls ihr einfach auch öfter meine Videos gucken solltet, welches Spiel euch besser gefällt. Also, ich denke, bei Under a New Sun werde ich noch ein bisschen dranbleiben. Deswegen könnt ihr mir gerne mal sagen, ob es euch überhaupt gefällt, ob ihr es irgendwie so ein bisschen lame findet. Und vielleicht bin ich ja dann so nett und richte mal zumindest mein Hauptaugenmerk auf das, was ihr gerne mögt. Abgesehen davon, dass ich es ja auch spielen möchten mag. Aber könnt ihr ja mal verlauten lassen, was ihr lieber sehen würdet. Ich habe auf jeden Fall gemerkt, durch die Corona-Nummer habe ich jetzt halt echt lange
nicht mehr Stranded Deep gespielt und nicht mehr Stranded Deep aufgenommen. Auf der Insel waren wir schon. Meine ich. Ich erinnere mich an den. Oh Leute, ich glaube, wir fahren wieder eiskalt falsch. Obwohl, nee. Das geht nicht. Wir können gar nicht eiskalt falsch fahren. Aber ich meine, wir waren hier schon. Natürlich ist unsere Insel jetzt, die Lutlut-Insel ist natürlich ein schöner Marker, aber wir waren doch hier schon. Da sind so wenig Bäume. Dann fahre ich doch mal lieber noch so ein bisschen weiter Richtung weg und mal schlüpper mal dran vorbei. Ich bin der Meinung, nämlich da waren wir auf der Insel, sind wir gestrandet, als wir eigentlich nach Hause fahren wollten. Also zumindest sah die so ähnlich aus. Kann natürlich sein, dass ich mich komplett täusche. Wir müssten dann ja auch irgendwelche Sachen von uns sehen, beziehungsweise dürften keine Sachen nachkommen. Da steht keine Palme mehr. Da waren wir schon. Okay, dann schippern wir direkt dran vorbei. Auf der linken Seite dran vorbei. Und juckeln zu der Insel dahinter. Beziehungsweise werden irgendwann vermutlich. Okay, die andere Insel ist weg. Ich kann mich jetzt dann gar nicht mehr orientieren. Läuft bei mir. Werden dann irgendwann vermutlich auch ans Kartenende stoßen. Beziehungsweise eine Insel finden, auf der wir noch nicht waren. Und von der Insel, wo wir noch nicht waren, da werden wir uns ein bisschen. Hallöchen. Ein Hi-Hi-Hi. Hallo. Oh, schade. So, ne? Aufpassen hier, dass wir auch an der Insel vorbeikommen. Ja, genau, das dachte ich mir. Nein, 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 nein. Ich möchte doch vorbeifahren. Bitte, 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 bitte. Schaff's noch. Mach doch die Kurve mit. Mach die Kurve mit. Es wird nichts, es wird nichts, es wird nichts. Schön. Ja, weil ich wieder zu viel gesabbelt habe und mich von dem Hai ablenken lassen. Ja, genau. Jetzt kommt die Hai-Musik. Ist ja klar. So, wir machen mal hier einen Rückwärtsgang. Auf jeden Fall waren wir auf der Insel schon, wie ich es vermutet habe. Und werden dann schräg dran vorbeifahren. Der Hai hat uns auch schon wieder angestupst hier. Das kleine Viechle, wie ich. So, komme ich jetzt rum? Wir werden es sehen. So, jetzt aber. Los, 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 los. Rum, 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 rum. Ja, schön. Genau. Ja, da liegen auch noch Speere. Ach ne, es sind Steine. Die spawnen, genau, weil ich kann mich daran erinnern. Da haben wir auch noch hier Bälle gefunden. Fürs Floß. So, Spawngeschwindigkeit der Palme da hinten. Meine Güte. Gut, dann waren wir da schon. Ich bin sehr stolz auf mich und meine Navigierkünste. Aber wir fahren jetzt einfach steil dran vorbei. Und dann werden wir bestimmt eine Insel finden. Oder das Kartenende. So, mit Ö. Und witzig wird es dann auch irgendwann, die anderen zu finden. Steine, 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 Steine. So, nehmen wir jetzt die. Die ist auf jeden Fall noch nicht bewaldet. Wir haben uns festgefahren. Geht das jetzt? Hier, komm, rausfahren, rausfahren, rausfahren. Ja, nee, nein. Mann, Junge. Jetzt macht es aber hier noch den Rest, ne? Damit ich mich dann so gar nicht mehr orientieren kann. So, Kurve fahren. Ich hatte über die Insel hier hinten gesprochen. Mal gucken. So. Rum. Okay. Also entweder nehmen wir die Insel da hinten. Oder die Insel waren wir wahrscheinlich dann auch schon. Komm, wir nehmen die Insel da hinten. Wir fahren da einfach mal hin. Da sind so viele Bäume. Die haben wir bestimmt noch nicht besucht. Und dann gucken wir mal, ob ich so generell mal in die richtige Richtung gefahren bin. In Klammern wahrscheinlich nicht. Wo ist die Insel denn jetzt hin? Da. So. Jetzt geradezu. Tülü. Vollgas. Und dann gucke ich mal, wo wir dann lang müssen. Schön aber, dass das Wetter jetzt wieder zuzieht. Das Meer sieht auch schon wieder so ein bisschen grau-eisblau aus. War nicht so schön. Oh, noch ein Hai. So, aber ja, es wird jetzt gleich wieder ordentlich stürmen. Oh, hier ist noch ein Bötchen gewesen. Boah. Okay. Ja, du kannst dich jetzt nicht abkühlen. Sorry, Mäuschen. Das sieht aus, als wären wir da. Also mal gucken. Vielleicht spawnen die Palmen jetzt noch, aber das. Ja, und wo?
Die Heimmusik ist auch ein wirklich schlechter Scherz. Also ich habe den Hai ja schon vor Minuten wieder gesehen. Und jetzt sehe ich ihn dafür nicht mehr. Egal. Wir machen jetzt erstmal hier ein Flatterchen zur Insel. Ich rede auch schon wieder in einer Tour. Ich habe einen richtig trockenen Hals. Komm, wir genießen die Heimmusik. Ich habe keine Angst mehr. Das ist super. Super, super, super. So. Ich sehe aber immer noch kein Hai. Naja. Gut. Dafür scheppert mir jetzt schon wieder das Gewitter um die Ohren. Auch schön. So. Aber irgendwie... Oh doch, da sind Palmen drauf. Und gar nicht mal so wenig. Also wenn wir hier schon waren, haben wir auf jeden Fall nichts abgeholzt. Das ist schon mal gut. Und hier ist auch irgendwie so ein Wrack gewesen. Da, was so ganz schön weit draußen ist dafür, dass... Das sieht man anscheinend nur bei Gewicht... Obwohl, nee, das sieht man bestimmt auch von der Insel. Egal, wir fahren erstmal dahin. Da sind ja bestimmt auch wieder ausreichend Krabben und Schweine, die wir erstmal... Oder zumindest ein Schwein, was wir erstmal wegmachen müssen. Also stehen auf jeden Fall viele Palmen. Mal gucken, was die restliche Insel so sagt. Ob wir nicht doch noch Bauten von uns finden, aber ich glaube fast nicht. Okay. Sieht ein bisschen aus wie unsere Insel, tatsächlich. So, wunderbar. So wollen wir das. Willkommen auf einer neuen Insel. Und Anker. Jawohl. Hello. Oh, wir haben eine Kiste gefunden. Und wir haben Blech gefunden. Und wir haben ein Schwein gefunden. Aber das ist ein kleines Schwein. Auf jeden Fall gibt es hier auch ein großes Schwein und Krabben. Ich denke, das ist relativ klar. Wir sind erstmal da. Ich lege mal ab. Und zwar hier. So. Kisten. Und Bettchen. Was hatten wir hier genau? Und dann nehmen wir gleich mal hier die Kollegen Sperrgewehr. Und so, dann gehen wir mal Lugi-Lugi machen, wo hier die Crabs sind. Und das Schwein. Da hinten ist das Schwein. Dann gehen wir mal andersrum. Ich will mal als erstes die Crabs holen. Genau. Aber dann gibt es ja hier bestimmt auch die ein oder andere Schlange. Okay, wir lösen hier erstmal die Nummer mit den Krabben. Wenn es welche gibt. Und dann, das ist wie unsere Insel, der liegt doch auch so doof. Egal, wir haben hier gebaut. Also es ist unserer Insel gar nicht unähnlich. So, ich habe erzählt, wir holen uns jetzt, upsa, kleine Krabbe. Und da hinten ist eine große Krabbe, eine zumindest schon mal. Die holen wir uns. Sehr gut. Kommt die gleich her, die Kollegin, oder sieht die uns noch nicht? Okay, sie hat uns jetzt gesehen, das heißt, wir müssen sie jetzt auch machen. Na, es ist ja nur jetzt aufgeregt. Komm her. Würde dann nämlich auch ganz gerne direkt mit der Wasser... 1, 2, 3, 4, 5, 5. So, Krabbe Nummer 1 wäre damit erledigt. Ich würde gerne hier auf jeden Fall für Wasser sorgen. Krabbe Nummer 2 chillt hier im hohen Gras. Ich hoffe, nicht in der Nähe einer Schlange. So. Dann nehmen wir die mal mit zum Strand. So. Dann das Schweinlein müssen wir auch noch wegmachen. Eine Schweinerei hier mit dem Schwein. Wo ist es denn jetzt? Müssen wir das jetzt eigentlich wegmachen? Wir können es ja auch wegmachen, wenn es uns angreift. Ist ja eigentlich... Wird ja früh genug zu uns kommen, ne? Vermutlich. Ja, so zum Beispiel.
Lauf, Mäuschen, lauf. Unwitzig, sehr unwitzig. Huiuiuiui. Da war ich etwas zu großmütig irgendwie. Wir können das Schwein ja leben lassen und erst holen, wenn es uns angreift. So. Okay. I'm sorry. Das war nicht der Plan. Ich wollte dich jetzt eigentlich leben lassen. Ich habe gerade auf jeden Fall mich schon wieder erschrocken, weil meine kleine Katze hier reinkam. Ich so im Wahn war, dieses Schwein noch zu erledigen. So. Was brauchen wir denn jetzt alles für unseren Wasserschnulli? Den brauche ich auf jeden Fall noch. So. Ich brauche eine Tau. Also zwei Taue. Okay, also 8 fahrende Blätter. Ich wage mich mal hier im Schlangengebiet. Mann, mich ärgern, Katze. Oh, jetzt habe ich kein Messer mehr. Oh, Leute. Ich bin gut vorbereitet. Es ist überhaupt kein Problem. Ich mache erstmal Tau. Und guck mal, was wir noch so dabei haben. Ich bin ja zum Glück Holz über Kopf losgefahren. Also die hätten wir noch. Eine neue davon. Eine davon. Okay, ich bin voll. Ach, Katerchen. Jetzt ist der Kater hier hochgehüpft und schleimt mich hier von der Seite an. Und tapselt hier gleich über die Tastatur. Er läuft hier jetzt, ist er direkt vor mir, setzt sich hin. Und ja, jetzt hat er seinen Kopf direkt aufs Mikrofon gelegt, was ich mal im Moment ein Stückchen wegnehmen muss. Ja. Ey, Kater, stresst mal jetzt nicht. Ja, er stresst mich auf jeden Fall gerade wieder in der Runde. Schön. Ich mag das. Ich finde es super. Ist auch so gar nicht penetrant. Also für den Fall, dass jemand dachte, der Kater wäre penetrant. Nein, gar nicht. So gar nicht, überhaupt nicht. So, was lassen wir denn noch fallen? So, dann nehmen wir wieder die Axt und dann schauen wir mal. Ich hatte doch jetzt hier die... Mann, Kater, es ist doch jetzt okay. So, Kater fliegt jetzt hier mit runter, weil er einfach es nicht rafft, dass man nicht mit dem Mikrofon muss. Weil das könnte halt am Ende dazu führen, dass ich mein Mikrofon aushabe und nachvertonen muss, worauf ich keinen Bock habe. Die kleine Nervenratte. So, habe ich eigentlich noch Steine hier irgendwo? Es wäre schön, wenn ich jetzt ein paar Steine irgendwie hätte, aber wahrscheinlich dachte ich mir, findest du ja überall. Musst du nicht mitnehmen. Ja, schön. Läuft. Wir brauchen 3 Steine. Wenn wir die 3 Steine haben, haben wir alles. Zumindest vors Wasser. So, gucken wir mal. Die müssten ja hier irgendwo am Rand ein bisschen rumliegen, ne? Oh, eigentlich so. So, haben wir einen Stein. Hallo. Ein Stein. Hier ist bitte kein Segel. Ja. Haben wir noch einen Stein? Da haben wir noch einen Stein. Sehr schön. Und Steine. Können wir das noch mitnehmen? Dann können wir nämlich auch gleich noch ein Feuer bauen. Ja. Wir haben zwar noch keine Sachen für den Steinkreis vom Lagerfeuer, aber wir haben genug für ein Lagerfeuer. Das ist doch schön. Holz und Holz. Und dann bauen wir gleich mal ein Lagerfeuer. Ja. Sehr gut. Zack. Und wir bauen auch eine Tränke. Die bauen wir hier. Träumchen. Wasser tropft. Ich brauche aber noch mehr Palmwedel. Die hole ich mal eben noch. Dann habe ich ja ein paar mehr. Und dann ist ja schon wieder fast Feierabend hier. Wir haben es genau auf eine Insel geschafft, auf der wir noch nicht waren. In der Hoffnung, dass die Insel auf dem richtigen Weg liegt. So. Zack. Und zack. Und sehr schön. Wasser steht, Feuer steht.
Es ist 20 Uhr. Wir haben auch Wurst, ne? Das muss mal durchlaufen. Ich gehe mal hier noch schnell die Steine sammeln. Ich brauche 3 Steine und die finden wir nämlich bestimmt noch hier am Rand. Bis dahin ist auch ein Schlückchen Wasser durchgelaufen. Und dann können wir direkt schon den Steinkreis bauen und vielleicht auch schon die Räucherstelle. Weil das macht, glaube ich, dann schon Sinn, wenn wir unser Fleisch haltbar machen. Würde ich sagen. Und ein Stück Stoff hatten wir auch noch gefunden. Und dann brauchen wir, glaube ich, nämlich nur noch Holz und Tau. So, 3 Steine haben wir gefunden. Leute, es läuft hier. Dann nehmen wir die auch noch mit. Dann kann die genug Stein haben. Oh, ich habe es aus dem Augenwinkel gesehen. Heieieiei. Ich habe meine Dingsbums nicht bei. Leute, habe ich mich erschrocken. Heieieiei. Schlange darf leben bleiben, einfach weil ich meine Fernkampfwaffe nicht bei habe. Hab ich mich erschrocken. Ei. Das ging durch Mark und Bein gerade. Uiuiuiui. Oh, das war wirklich jetzt, nie. Das ebbt gerade noch so in mir nach. Eieiei. Also, die eine Schlange, das weiß ich schon mal. So. Tada! Und, wir haben Holz und Tau. Wo haben wir... Okay, wir brauchen Holz. Und ein Tau. Das schaffen wir noch. Das ist noch inklusive heute. So, dann ist hier so ein fasiges Ding. Nehmen wir das. 1. Ich brauche noch 3 ohne Schlange, bitte. 2. Ich möchte hier eigentlich nicht so weit reinlaufen. Unwohl. Sehr unwohl. Schwein, okay. Wo ist denn jetzt hier? Hier ist die Mondseite. Das heißt, wir sehen zumindest ein bisschen mehr. 3. Nehmen wir die. So, jetzt haben wir 4. Und schnell zurück. So, schön. Tau machen. Zack. Dann müsste das jetzt ja hier funktionieren mit unserem Räucherofen. Nein! Ich hab schon wieder zu schnell gedrückt. So, jetzt. Haha. Sehr schön. Zack. Räucherofen fertig. Wir können einen Drink nehmen und dann gehen wir zu Bett. Ich freue mich, dass ihr dabei wart. Wir haben es immerhin schon auf eine neue Insel geschafft. Morgen werden wir diese Insel erschließen und erkunden. Ich freue mich drauf. Ich freue mich auch auf die nächsten Folgen. Und freue mich auf euch. Ich freue mich und freue mich und freue mich und freue mich. Und bis dann.